Jo, Sportsfreunde, euer Görgi am Start hier von meiner Couch. Das bedeutet eine kleine Fragerunde. Ich habe schon wieder hier aufgeschlagen, mein AskFM. Ich poste immer wieder auf Facebook sozusagen die Seite, damit ihr eure Fragen stellen könnt. Ich gucke einfach mal rein, was ich hier finde und zack, los geht's. So, ich schau mal. Ja, hier haben wir doch schon eine vom Juri. Er fragt, hey Görgi, ich habe gerade meine Schule fertig und würde gerne etwas im Fitnessbereich machen. Sport- und Fitnesskaufmann oder etwas ähnliches. Gibt es überhaupt gute Arbeitschancen auf dem Arbeitsmarkt in dem Bereich? Eine Frage, die ich häufig bekomme die letzte Zeit. Also viele schreiben mir tatsächlich, dass sie etwas im Fitnessbereich machen wollen oder eine Ausbildung hatten in dem Bereich Trainerscheine etc. Ihr habt es ja auch mitgekriegt, sage ich mal, so die letzten, ja schon 2 Jahre würde ich sagen. Nicht nur, dass dieser ganze Fitnessmarkt immer mehr zunimmt, aus den USA nach Deutschland rüber schwappt, sondern vor allem auch, dass, glaube ich, auch durch die YouTuber hier in Deutschland gerade Fitness, Bodybuilding sehr populär geworden ist. Dass weniger Kiddies sagen, ey, ich gehe Fußball spielen, sondern viele melden sich dann eher bei McFit an, gehen pumpen und haben halt ihre Vorbilder im Fitness- und Bodybuilding-Bereich. Und das ist irgendwo auch ein kleines Problem, weil ich halt zu viele Menschen sehe, die wirklich sich in dem Bereich verwirklichen wollen. Das heißt nicht, dass man das nicht kann. Das kann man jederzeit, auch heutzutage mit Sicherheit noch. Aber ich sehe halt immer mehr Leute, die einfach versuchen, es sich einfach zu machen, indem sie gewisse Dinge kopieren und denken, sie können dann schnell Geld machen, um da reinzukommen. Einfaches Beispiel, stellt euch mal vor, ich würde nächste Woche ein Fitnessprogramm für 300 Euro oder so rausbringen. Würde es funktionieren oder würde es in die Hose gehen? Ja, könnt ihr euch selber euren Teil denken. Ich glaube nicht, dass es gut funktionieren würde. Dementsprechend sehen wir einfach, dass der Fitnessmarkt auch einen Trend erwischen muss. Ja, du musst einfach zur richtigen Zeit das richtige Ding bringen und vielleicht auch einer der Ersten sein. So war es natürlich bei mir auch mit den YouTube-Videos. Deswegen bin ich gerade an dem Punkt, dass ich hier bin, das machen kann und da auch von leben kann. Was natürlich nicht so viele können, weil ich erstmal den richtigen Zeitpunkt hatte. Sprich, durch mein Studium bin ich relativ früh darauf gekommen, das zu machen. Und der zweite Punkt, du musst auch was Außergewöhnliches machen. Du darfst nicht die Dinge machen wie alle anderen, sondern versuch es ein bisschen anders zu machen. Damals gab es zum Beispiel Flavio und Flying Uwe. Ich habe gesagt, ich mache es ein bisschen verrückter, bekloppter zum Beispiel als der Flavio und mache meine Videos oberkörperfrei und trainiere mit Plastiktüten, wo die Leute natürlich erstmal gedacht haben, was macht der für eine Scheiße. Aber genau das war der Punkt, wieso die Leute dann auf mich gekommen sind und sich das angeguckt haben. Sprich, du musst am Anfang was anders machen als die anderen, um dich erstmal so ein bisschen herauszufiltern, dass sie einen Grund haben, die Leute dich zu gucken und nicht halt den du eh schon kopierst, den größeren, weil dann bleiben sie nie bei dir hängen. Und das beobachte ich gerade bei den kleinen YouTubern viel oder halt auch bei den ganzen Instagram- und Facebook-Seiten. Man wird einfach zunehmend sehen, dass die Leute das kopieren, was sie groß machen. Zum Beispiel labern auch viel einfach die Sachen nur nach und bei Facebook und Instagram werden irgendwelche Inhalte geklaut und die vervielfältigt und dann erhofft man sich eine Reichweite, indem man das teilt und so weiter, was natürlich völliger Quatsch ist. Deswegen, es gibt erstmal zwei Bereiche, einmal den Offline- und den Online-Bereich. Ich gehe erstmal auf den Offline-Bereich ein. Ich habe damals eine Ausbildung zum Sport- und Fitnesskaufmann gemacht. Viele denken sich, wow, hört sich cool an, aber überlegt einfach mal, Kaufmann. Das heißt, diese Ausbildung ist zu, sag ich mal, 70% kaufmännisch, wo du dann irgendwelche Bilanzen ausrechnen musst, irgendwelche Bedarfs- und Bestandsaufnahmen machen musst, im Lager irgendeine Scheiße machst. Viele reden sich das schön und denken, sie wären dann direkt der Fitnesstrainer. So ist es leider nicht. Und wir müssen einfach mal den Markt beobachten. Sprich, wie viele Arbeitsstellen gibt es in dem Bereich? Ihr kennt ja McFit, die jetzt zum Beispiel High Five, das Billigstudio, sozusagen für 99 im Monat raushauen. Was denkt ihr denn, werden dann mehr Leute angestellt? Eher weniger. Also sprich, es wird immer weniger Personal geben. Zum Beispiel wurde bei McFit jetzt auch das Servicepersonal abgesägt. So, das heißt, es wird immer mehr Leute geben, die es machen wollen und trotz allem immer weniger Stellen eigentlich auch in dem Bereich. Vor allem jetzt, was Fitnessstudios angeht, weil einfach die Masse wirklich ins Fitnessstudio will. Dementsprechend wird das Personal dann auch irgendwie abgeschafft und alles mehr automatisiert, dass man auch einfach diese Masse dann sozusagen, bearbeiten kann. Ja, das ist erstmal der erste Punkt. Sprich, offline ist sehr schwierig über eine normale Ausbildung. Vor allem Sport- und Fitnesskaufmann geht 3 Jahre. Was ich hier empfehlen würde, eventuell einen Trainerschein und dann wirklich versuchen, im Fitnessstudio erstmal so eine kleine Durchstrecke überstehen. Sprich, Erfahrungen sammeln als Flächentrainer 2-3 Jahre und darüber versuchen, an Kontakte zu kommen. Das habe ich auch gemacht. Das heißt, nach meiner Ausbildung habe ich wirklich nur 8 Euro erstmal die Stunde verdient, habe das 3 Jahre gemacht in etwa und bin so dann über die Kontakte und auch über
sag ich mal, die Erkenntnisse, die ich gewonnen habe, ja, von den ganzen Abläufen, wie man mit den Leuten umgeht, erstmal den Schritt zum Personal Trainer geschafft, indem ich dort halt meine Kontakte, ja, kanalisiert habe und dann den nächsten Schritt machen konnte. Das heißt, du kannst schlecht mal eben einen Schein machen oder eine Ausbildung und gleich als Personal Trainer arbeiten. Sprich, du kannst natürlich versuchen, aber um an die Kunden zu kommen und die Expertise dann haben, vor allem auch in der Praxis, dauert es eigentlich ein paar Jahre, damit man das vernünftig macht. Dementsprechend, was der Offline-Markt angeht, ist es schwer, natürlich nicht unmöglich. Ich denke, es gibt auch viel im Bereich Firmenfitness, wo noch viel zu holen ist und vor allem auch bei älteren Leuten, sprich im Reha-Bereich. Da muss man natürlich auch ja schon Richtung Physiotherapie gehen oder vielleicht auch Richtung Sportwissenschaften dann da was ganz Vernünftiges machen. Deswegen, Offline-Bereich ist schwierig. Ihr braucht eure Erfahrung. Dementsprechend muss man auch da vielleicht mal für 8 Euro die Stunde erstmal ein ganz normaler Flächentrainer beim McFit sein oder sonst was, bevor man den nächsten Schritt gehen kann. Das ist meine Ansicht, um da einfach nochmal weiterzukommen und dann vielleicht die Dinge anders machen. Immer mit der Leidenschaft dabei sein, nicht immer die große Fresse hängen lassen und Hauptsache Geld, sondern man muss wirklich die Leidenschaft reinbringen, weil die Leute und die Klienten spüren das, wie du ihnen gegenüberstehst. So, das war erstmal so ein bisschen der Offline-Bereich. Im Online-Bereich sehe ich es dann eigentlich noch komplizierter momentan einfach. Ich sehe schon auch kleinere Fitness-YouTuber kriegen zunehmend Sponsoren. Also sprich, die Unternehmen, die großen, werden immer mehr darauf aufmerksam, dass man über YouTube oder über das Internet werben kann. Aber wie gesagt, auch hier die kleinen YouTuber und kleinere Kanäle sozusagen versuchen mehr das zu kopieren, was es schon gibt. Mein Tipp zum Beispiel, macht was Neues oder versucht die Dinge speziell anders zu machen, dass die Leute wirklich einen Anreiz haben, euch zu gucken. Was zum Beispiel jetzt bei mir wieder aufgefallen ist, zum Beispiel das Format Pumperpolizei, ist ja im Endeffekt, ist es nichts Neues. Wir zeigen ganz normale, stinknormale Übungen, aber wieder in einem neuen Rahmen, in einem neuen Gewand, sprich mit diesem Comedy-Faktor. Und ich glaube, in dem Bereich, wenn man wirklich sowas hochqualitativ produziert, ist auf jeden Fall da noch eine große Möglichkeit, da was aufzurollen. Weil wirklich auch die großen YouTuber, ja, mich eingeschlossen manchmal, wir filmen einfach mit Handykameras oder ganz billig. So, und wenn man wirklich geilen Content bringt, geile Qualität, wird man immer ein Publikum finden, die Bock drauf haben, sich das anzugucken. Das ist natürlich vom Zeitaufwand ein bisschen größer und schwieriger, aber ich glaube, wenn man sich wirklich da reinhaut, ist das natürlich möglich. Und dann natürlich auch mit Fachkompetenz. Es gibt immer noch wenig Fachkompetenz auf YouTube, sprich, wenn du wirklich eine gute Ausbildung hast, dann bring dein ganzes Wissen rein, mach es aber nicht trocken an der Tafel. Ich sehe auch mal, wie viele so eine Tafel oder so ein weißes Board und dann dieses ganz langweilige theoretische, immer ein bisschen Infotainment. Immer der Charakter ist wichtig, ja? Du musst deinen eigenen Charakter verkaufen und nicht nur die Theorie, sondern immer sozusagen all deine Eigenschaften mit reinbringen in dein Wissen, damit die Leute wirklich sozusagen da Bock haben, das zu gucken. Ja, ich sehe es, wie gesagt, relativ schwierig. Ich kriege da jeden Tag Anfragen, auch Klamotten wird dann, gibt es inzwischen so viel Gymwares, die alles nachmachen. Ich meine, ich bin auch dabei, ich versuche es eventuell ein bisschen anders zu machen. Ich hoffe, das gelingt mir, aber dementsprechend ist es nicht so einfach. Deswegen schreibt vielleicht einfach mal in die Kommentare, wie seht ihr den Zukunftsmarkt Fitness? Ich finde, man muss immer den Trend erwischen und gucken, dass man was Neues bringt zum richtigen Zeitpunkt. Nicht unbedingt kopieren, wenn man da weiterkommen möchte. Und Persönlichkeit ist wichtig, ja. Zum Beispiel, guckt euch, es gibt auch gute Beispiele. Zum Beispiel Fitness-Oscar, kennt ihr auch wahrscheinlich, aufgefallen. Wo ich ihn zuerst mal geguckt habe, war relativ klein und hat teilweise auch so ein bisschen das nachgemacht, was Misha und so weiter gemacht hat. Und dann ist er aber sich selbst treu geblieben. Er ist einfach eher selbst geblieben und hat sich nicht irgendwie verändert, sondern hat zunehmend auch seinen eigenen Charakter in dem Kanal entwickelt. Und inzwischen hat er auch knapp 30.000 Abonnenten. Sprich, auch heutzutage, wenn man klein anfängt, ist es natürlich auch noch möglich, da voranzukommen, wenn man wirklich einen Charakter hat und eine Persönlichkeit präsentiert, die für die Zuschauer ansprechend ist. Denkt mal drüber nach, schreibt in die Kommentare, was ihr darüber denkt, welche Strategie würdet ihr verfolgen noch, um im Fitnessmarkt erfolgreich zu werden. Und dann würde ich mich einfach mal über eine kleine Diskussion hier unter dem Video freuen. Bis dann, haut rein, euer Björki. Ciao. De ceux qui parlent et qui n'ont rien à dire, surtout de ceux qui rabâchent que ça va de mal en pire. Si ta parole n'est pas